Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stranded 2. So, wir waren ja stehen geblieben dabei, die letzten, ja, Schätze zu sammeln. Welche Schätze das sind, ja, guckt mal nach in der letzten Folge. Ja, die sammeln wir jetzt hier. Und der erste soll hier irgendwo in der Ecke sein. War das hier? Juhu! Nein, das war hier nicht. Hier wahrscheinlich. Nochmal kurz gucken. Benutzen. Okay, das ist doch hier hinten. Dann hier vielleicht. Oh. Oh. Goldbeutel gefunden. Was ist das denn? Hilfe, eine brennende Schildkröte. Stirbt die von selbst, oder... okay. Gut, dass eine Schildkröte Leder gibt. Ja, toll. Jetzt haben wir hier noch irgendwelche Aufgaben, ja. Naja, ach, die ist so süß. Kleine Schildkröte. So, die nächste Schatz... die nächste Schatz? Der nächste Schatz ist dorthin. Zum Glück haben wir uns noch ein paar Speere gemacht. Aber ich glaube, wir müssen noch mal in unserem Lager... neue Speere machen. Wer weiß, was uns da noch droht. Das machen wir vielleicht mal. Gehen wir erstmal zu unserem Lager zurück. Da können wir nochmal das eine Fleisch braten. Und uns ein paar Speere machen. Zack. Ja, dann nehmen wir uns hier wieder 5 mit. Ich glaube, mehr Steine haben wir gar nicht. Wow, als hätte ich es gewusst. Das kann ich nicht mehr tragen. Oh. Na gut. Ich will die ablegen. Und jetzt will ich die mitnehmen. Nicht genug Platz. Oh. Okay, dann mache ich sie einzeln. Das kombinieren. Speer. Dann mitnehmen. Ups. Charakter. Nee, Rucksack. Nein, da kombinieren. Speer. Und den letzten nehmen wir auch noch mit. Und dann machen wir daraus auch noch einen Speer. So, okay. Dann geht's hier ran. Und wir... oh, was ist denn das? Ach, das ist der Geldsack. Ich dachte, das ist vergammeltes Fleisch. Gut, dann essen wir das. Oh, da sind wieder Trauben gewachsen. Zack, zack, zack. Okay. Und dann trinken wir noch was und dann geht's zum nächsten Schatz. Okay. La, 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 la. So, der war irgendwo hier hinten, ne? Nochmal kurz auf unsere Karte gucken. Da. Da bei den Bäumen vermute ich mal. Bei den Palmen. Boah, hier sind voll viele. Fantastisch. Sehr gut. Hier irgendwie, ne? Gucken wir nochmal auf die Karte. Benutzen. Ja, hier quasi. Oh oh. Ah, Krallenäffchen. Oh Gott, das sind 3. What? Ah! Oh Gott! Hä, warum sterben die nicht? Ah! What? Okay. Ja gut. Und jetzt muss ich Autosave laden. Wo war ich denn da? Oh, nee, warte, dann lade ich das hier. Okay, dann sind wir wieder hier am Anfang der Folge. Na gut, dann machen wir das nochmal schnell. das war ja jetzt krass. Also, wie soll man das machen? Die sind ja richtig aggro. Ja, okay. Also, wir wissen jetzt schon mal, wo wir hier den finden. Der war hier irgendwie. Eine brennende Schildkröte.
Die ist ja zum Glück nicht so schnell. Die können wir ja vielleicht auch einfach so hauen. So. Dann erlösen wir sie mal. Und dann rennen wir mal zu unserem Lager. Vielleicht holen wir den dann als letztes. So, warte mal, wo war denn jetzt der dritte Schatz? Dann gehen wir vielleicht erstmal dahin. Benutzen. Der ist da ganz hinten. Dann laufen wir lieber doch erstmal hoch zum Lager. Wie dieses Ding hier funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Ein Braunpilz. Ich denke mal, da hinten werden dann Löwen sein, oder? Es ist ja da, wo die Löwen sind. Vermute ich mal, dass die dann... So, okay. Also, das heißt, wir machen uns jetzt wie vorher auch einmal das Fleisch. Das essen wir auch noch direkt. Dann gehen wir was trinken. Und dann würde ich... Achso, wir haben uns ja auch noch Speere gemacht, ne? Ach Mensch, ey. Dann legen wir nochmal die Lianen ab, würde ich sagen. Dann haben wir ein bisschen Platz für anderen Kram. So, okay. Und die Blätter kann ich auch ablegen. So, die finden wir ja auch relativ schnell wieder. Und dann hole ich mir mal noch ein paar Steine. Und dann machen wir uns noch mehr Speere. Die werden wir wahrscheinlich brauchen. Die Affen waren ja richtig schnell, ey. So, packen wir mal die Kieselsteine noch weg. Zack. Nehmen uns die Steine mit. Mir passt nicht mehr in unser Inventar rein. Also, nehmen wir mal nur so. Und nehmen wir mal 10. So, dann wieder kombinieren. Speer, 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 Speer. Okay, mehr geht nicht. Und nochmal die... Ah, wir hatten 6. Okay, das heißt, wir brauchen nochmal 3 Äste. Und dann wieder kombinieren. Speer, 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 Speer. Okay. Gut, dann sage ich mal, wir haben da oben ja noch gar nicht geschlafen. Dann machen wir das auch mal. Geht das hier mit E? Hoch? Ah, da sind wir direkt oben. Das ist ja cool. Und dann schlafen wir hier oben. Das erste Mal in unserem Baumhaus. Schlafen. So, dann haben wir natürlich jetzt Regen. Was auch sonst. Essen wir mal wieder unsere Beeren. Okay. So. Und dann gehen wir wieder runter. Geht das hier? Okay, man kann einfach runterspringen. Gut. Wollen wir nochmal die Affen jetzt probieren? Wir haben ja jetzt hier Autosave gehabt durch das Schlafen. Probieren wir das einfach nochmal. Das war da hinten, ne? Die machen ja nicht so viel Schaden. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, warte mal, die sind... Die Speere sind auf der 4 bei mir. Dann graben wir jetzt einfach nochmal. Ah ne, wo war denn das? War das nicht hier? Juhu. Okay, das war es nicht. Karte öffnen. Okay, ein Stück weiter hier drüben. Ach, hier genau dazwischen. Okay. Ist schon irgendwie cool. Okay, ich muss sie nur einmal treffen. Ich habe mich echt blöd angestellt anscheinend. Man musste die nur einmal mit einem Speer treffen und ich habe anscheinend nicht einmal getroffen. Naja. So, jetzt ist natürlich unser Feuer wieder aus. Das heißt, das ganze Fleisch können wir jetzt nicht braten. Aber das ist ja nicht weiter tragisch.
Und... Oh, da. Na, da. Schmetterlinge fangen! Cool. Da sind noch mehr Schmetterlinge. Und jetzt müssen wir zum nächsten Schatz gehen. Guck mal nochmal, wo genau der ist. Nicht, dass ich jetzt falsch laufe. Öffnen. Nee, dass ich laufe richtig. Der müsste irgendwo da sein. Und hier sind wahrscheinlich... Ah, hier ist noch ein Baumstamm. Sind wahrscheinlich noch Löwen unterwegs. Gucken wir mal. Aua, Mist. Bin genau über so einen blöden Pilz gelaufen. Okay, das haben wir jetzt auch. Nehmen wir alles mit. Okay, und jetzt müssen wir hier irgendwo nochmal gucken, wo denn... Okay, bin schon vorbeigelaufen. Hier oben irgendwie. Hier so. So, jetzt speichere ich mal kurz zwischen Auto. Speichern. So, dass wir nicht wieder verkacken und den ganzen Kram nochmal machen müssen. Benutzen. Hä? Das ist wieder da. Benutzen. Hier so. Hier. Hä? Wo soll denn das hier sein? Hier? Benutzen. Nein. Hier. Kartenlesen, ne? Hier. Eine Weinrebe? Ob die wehtut? Okay. Gut. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem Matrosen. Oder eher gesagt, der zum Piraten. Trinken noch mal was. Wer weiß, wo wir da ankommen. So. Und dann geht's darüber. Wir haben jetzt alle drei Geldbeutel. Sehr gut. Am Ende lässt er uns einfach hier und haut ab, wa? Mit seinem unsichtbaren Boot. Wo war der denn jetzt? Hier? Und da? Hier, ne? Hinter diesem Berg war der, glaube ich. Da, genau. Im Regen schippern wir jetzt davon. Ich bin gespannt. So. Achso, wir haben jetzt die Lianen nicht dabei. Ach, egal. So, dann lass es los. Achso, ja, wunderbar. Mein wertvolles Gold. Ja, ich hoffe, du hattest nicht allzu große Probleme mit den gruseligen Flüchen. Ja, vielen Dank auch, die auf dem Verstecken lagen. Ich habe sie dir verschwiegen, weil ich Angst hatte, dass du das Zeug dann nicht für mich ausgraben würdest. Hohohoho. Aber offensichtlich lebst du ja noch. Oh, ist das ein der ist so böse. Von mir aus können wir jetzt los. Na, ja, los jetzt. Auf dem unsichtbaren Boot. Geht echt noch weiter. Das ist ja cool. Oh, ein Steg. Das ist so geil, dass wir einfach unsichtbar hier übers Boot übers Wasser fliegen. Ha. Cool. Okay, es geht wirklich noch weiter. Ha. Okay. Piratenversteck. Da will man einen Schatz ausgraben und dann sowas, ein Pirat. Jetzt hat er mich hier auf eine andere Insel gebracht, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier tun soll.
was ich hier soll. Okay. Dann fragen wir ihn doch mal, oder? Da ist auf jeden Fall ein... das ist ja cool. Ein Brunnen, Lager, da ist noch mehr Gold. So, dann sag mal an. Hohoho, willkommen auf meiner Pirateninsel. Hier plane ich meine Überfälle und repariere mein prächtiges Schiff, wenn es im Gefecht beschädigt wurde. Also, das habe ich zumindest mal getan. Leider war vor einigen Wochen jemand hier und hat alles auseinandergenommen. Den kompletten Leuchtturm haben wir... haben sie mir in die Luft gejagt. Natürlich war ich gerade auf einem Raubzug und konnte es nicht verhindern. Ich finde es lustig, dass das auch zwischendurch da gesagt wird mit den ganzen Piratenlauten. Ich merkte es erst, als ich ihn von meiner Schlacht zurückkehrte. Der Nebel war so dicht, dass ich ihn wohl nicht mit dem Löffel hätte essen können. Okay. Das wurde mir zum Verhängnis. Ich hatte nämlich keinen Löffel. wobei das nicht das Hauptproblem war. Schlimmer war ja, dass der Leuchtturm fehlte. Ich fuhr mindestens 10 Knoten, als es rumpste. Ich habe meine Insel viel zu spät gesehen. Habe damit gerechnet, dass der Leuchtturm nicht mich vorwarnt. Jedenfalls ist mein Schiff nun ein totales Wrack. Ja, schön. Er ist mit einem unsichtbaren Schiff aber gefahren, oder was? Was soll ich hier? Hörst du mir gar nicht zu? Ich bin ein Pirat. Ein Pirat ohne Schiff. Du Narr sollst mir helfen. Ich brauche dich, um ein neues Schiff zu bauen. Mit dem ollen Geisterruderboot kommt man nämlich nicht weit. Okay. Na gut, ich sehe schon, ich habe keine Wahl. Bevor hier überhaupt irgendwas geht, musst du alle Fackeln auf dieser Insel anzünden. Feuersteine liegen in meiner Hütte. Falls zufällig jemand vorbeifahren sollte, sieht er uns so besser. Außerdem mag ich Feuer. Deswegen ist meine Jacke auch rot. Schön, oder? Ja, ich mache mich an die Arbeit. Okay, wir müssen jetzt Fackeln anzünden. Da sind Feuersteine. Gut. Dann nehmen wir die doch mal in die Hand. So. Hier sind noch Fackeln. Viel cooler mit den... Warum habe ich eigentlich wieder die Rinde genommen das letzte Mal? Wir hatten doch 2 Feuersteine. Okay, da sind noch 2 Fackeln. Gut, zack und zack. Da ist ein... Ist das ein Hai oder was? Na gut. Mit den anderen Affen auch noch? Die liegen jetzt so ineinander, ne? Da. Zack, da können wir uns noch ein bisschen Fleisch machen. Am schönen Lagerfeuer. Jetzt haben wir hier eher Aufgaben, ne? Und gar nicht mehr so dieses Überleben. So, dann machen wir uns mal noch das Fleisch hier. Oh, ganz viel Fleisch davon. La 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 la. 23 Fleisch machen, das ist schon... eine kleine Aufgabe. Vor allem, wenn man alle einzeln macht. So, dann geht's mal weiter. Schön warm Hotel. Hoho, hervorragend. Mal sehen, was nun. Ach ja, du willst hier weg. Nicht wahr? Es gibt 2 Wege. Entweder du hilfst mir bei meinem Wiederaufbau des Leuchtturms oder wir machen mein Schiff wieder flott. Du darfst entscheiden. Für den Turm brauche ich 30 Steine, für das Schiff 15 Baumstämme. Hol das Zeug und liefer es bei mir ab. Danach sehen wir weiter. Okay. Ja gut, kann man... Oh, da gibt es auch schön Essen. Komm, wir packen mal ein paar Sachen rein. Hier. So, dass wir ein bisschen was Platz im Inventar haben. Ist ja doch alles nicht leicht. So.
Und das auch noch. Ein bisschen Brot können wir mitnehmen. Und ein bisschen Fleisch auch. So, okay, dann können wir jetzt... ja. Nee, nicht damit, sondern mit der... War das nicht... Das war gar nicht die Axt. Das ist die Axt. Da machen wir doch das Schiff wieder flott. Macht da viel mehr Sinn als ein Leuchtturm, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Den Baumstämme, hat er gesagt, ne? Ne? Kein Platz mehr. Gute Arbeit. Zwei Baumstämme. Wo ist denn? Hä? Wo war denn das jetzt? War da nicht gerade noch einer? Da. Gut. Dann roden wir mal den ganzen Wald auf dieser Insel. Ein Glück haben wir die Axt mitgenommen. So, 5 haben wir schon. Da hinten dieser Schatten im Wasser rumfliegt. So, dann die nächsten Baumstämme. Jetzt haben wir schon 7. Ah, das sind schon 2. Können wir ihm gleich geben. 9 haben wir schon. Da ist ein Skorpion. Da unten rechts. Ich hoffe, der greift uns nicht an. So, 11 Stück haben wir. Wollen wir auch den Leuchtturm dann machen? Nein, mal gucken. Wir müssen wahrscheinlich eh beides machen. Könnte ich mir vorstellen. Was ist das denn? Ein Hammer. Warte mal, war das jetzt nur ein Baumstamm? Schon wieder vergessen. Ja, es war nur einer. Also 3 fehlen noch. Die kriegen wir doch auch noch hin. Skills verbessert. Sehr cool. Ein Baumstamm fehlt noch. Ah, jetzt ist er da unten. Wieder 2 Baumstämme. So. Oha, ha, 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 ha. Das sind schon genug Baumstämme. Du hast dir eine Pause verdient. Morgen früh geht's weiter. Okay. Gut, dann packen wir mal hier noch den Kram weg. Wir haben jetzt echt nur Blätter davon bekommen. Krass, aber 109. Okay, können wir mit ihm jetzt nochmal reden? Schlaf erstmal eine Runde, okay. Joa. Dann schlafen wir mal eine Runde hier im Häuschen, ne? Zack. Und zack. Schlaf. Jetzt, natürlich regnet es jetzt wieder. Dann essen wir erstmal was. Aber ich hätte das Brot essen können. Naja, egal jetzt. So, nehmen wir uns mal noch 3 Keulen raus. Essen eine davon. Nein. So. Essen. Er ist weg. Ach stimmt, der Pirat ist weg. Er ist weg, einfach weg. Während ich geschlafen habe, ist er in seinem Geisterruderboot gehüpft und abgehauen. Der Kerl hat mich einfach ausgenutzt. Aber Moment, da vorne auf dem Steg hat er mir offensichtlich eine Botschaft hinterlassen. Die sollte ich mir mal angucken. Okay, also wir haben jetzt gerade gegessen. Dann würde ich mal kurz noch was trinken. Und dann zu der Botschaft laufen.
Oh oh. Der Steg klingt nicht gut. Alles kaputt. Huha, Hilfe. Ich greife nach der Botschaft und plötzlich vernehme ich ein lautes Knacken unter mir. Der Steg gibt nach und die Nachricht fällt herab ins mit Haifischen verseuchte Wasser und ich direkt hinterher. Jetzt heißt es, schleunigst die Nachricht schnappen und dann nichts wie raus aus dem Wasser. Sonst kann ich die Sache mit dem Überleben vergessen. Okay. Hä? Wo ist es? Hab ich das jetzt schon? Ah. Okay. Hab ich jetzt auch die Nachricht? Hä? Ich blute noch. Aber wo ist denn jetzt die Nachricht hin? Ist das die Nachricht? Hä? Wie lange blute ich denn jetzt noch? Bruch? Ah, ich muss mir jetzt mit dem Bruch heilen. Oh, ich habe doch keine Stöcker. Okay, ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Gibt es hier irgendwo eine Variante, eine Möglichkeit, Stöcker zu bekommen? Von den Dingen kriegt man ja irgendwie nur Blätter, ne? Ah, warte mal. Aha, okay. Dann, ja, machen wir nochmal den Autosave an. Genau. Und dann würde ich sagen, ich habe jetzt leider nicht genau auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, jetzt ist die Folge wieder rum. Oh, ja, die Nachricht. Ja, wie es dann weitergeht, erfahren wir dann zusammen in der nächsten Folge. Lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.